Hallo zusammen, ich habe hier einen VW-Bus und zwar ist das ein Selbstausbau und der Kunde, der hat ihn jetzt gekauft und die Batterie ist immer leer. Ich habe hier so eine Wemo-Batterie drin und diese Batterie ist immer leer. Das kann nicht sein. Klar kann das sein, wenn sie nicht geladen wird. Wir haben das den Sommer schon mal angeschaut und jetzt ist Herbst, jetzt machen wir die Umbauten. Wir schauen jetzt hier mal unter den Sitz. Der Sitz ist draußen, die Batterie ist draußen. Also hier war jetzt die Batterie drin, die habe ich hier abgehängt. Das war alles auf dem Minuspol. Das hier ist alles auf dem Pluspol, habe ich mit dem Kabelbinder zusammen gemacht. Sicherung ist draußen. Dieser Ladebooster, der war hier so unten drin. Und das ist ein Victron-Ladebooster, der lädt zu wenig. Aber das hat nichts mit dem Ladebooster zu tun. Das ist kein Victron, das ist ein Votronic. Wenn man das umdreht, sieht man das. Auch der Victron ist nicht schuld, sondern hier ist dieses Kabel drin. Das ist ein 1-Quadrat-Kabel. Dann ist es hier verbunden, das seht ihr vielleicht, zusammengelötet. Das wird nicht besser, es ist dann immer noch ein 1,5-Quadrat-Kabel. Und das geht nach vorne. Hier kommt das an. Wieder eine Sicherung, ist an sich richtig so, aber durch dieses 1,5-Quadrat-Kabel kriege ich nichts durch. Wir haben jetzt hier ein neues Kabel eingezogen. Das ist auch nur ein 10 Quadrat Kabel, aber für 20 Ampere geht das. Kommt dann hier drauf auf Plus und noch eine Sicherung dazwischen. Und wenn wir dann hier unter den Sitz schauen, ich sag mal, da müsste man eigentlich ein paar Kabel kürzen, aufräumen. Wir haben Kunden hier ein Ladegerät von uns gegeben. Das hat er hier jetzt eingebaut. Das war die schnelle Sommerlösung. Aber hier gibt es ein bisschen Arbeit. Solche Arbeiten kann man machen im Winter. Da können wir reinfahren bei uns in die Halle. Nicht nur draußen, kurz, hü, hot und so weiter, weil wir haben unser Lager voll. Es gibt keinen Platz hier, es ist zu eng und so weiter. Ja, jetzt hier beim Ladebooster haben wir Kabel angehängt. Geht ringer hier draußen, wieder hier unten drin. Wir haben hier ein dickes Kabel, den Ausgang auf die Bordbatterie. Diese Kabel bleiben so dünn, wie sie sind, weil hier fließt ja kein Strom. Der kommt direkt von der Batterie. Und hier ist die Zuleitung von vorne, von der ersten Batterie. Die Sicherung kommt jetzt daneben hier. Was wir auch gekürzt haben, ist die Temperatursonde vom Ladebooster. Die kommt hier auch daneben, weil die Batterie schützt sich ja selber. Das heißt, wir müssen nicht wie bei einer Bleibatterie die Temperatur von der Batterie überwachen, weil wir haben hier eine Lithiumbatterie drin, sondern wir überwachen damit eigentlich die Temperatur vom Ladebooster. Innen drin ist einer, aber hier haben wir einen zweiten. Wenn der Ventilator aussteigt oder sonst zu warm ist, geht dieser Ladebooster dann über die Temperatursonde aus. Sicherung hier, hier gehen wir direkt, ich weiß, jetzt kommen die Kritiken, man könnte die Batterie auch hier machen, aber hier drin sind kurze Kabel, wir messen die Batteriespannung und die Sicherung brauchen wir, wenn irgendwas an dem Kabel passiert auf die erste Batterie. Wir haben hier hinten jetzt zwei Batterien, ich muss das drehen, hier zwei Batterieschrauben.
und das Kabel, das ist jetzt theoretisch hier die Befestigungsschraube. Und hier drüben sehen wir die zweite Schraube, die habe ich jetzt gesetzt. Und hier kommt jetzt noch die Sicherung dran, aber eben das zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, so sieht die Baustelle aus. Ich habe hier die Minusleitungen, die Plusleitungen, die Batterie habe ich noch draußen. Staubsaugen ist noch ein Thema. Die Laterie liegt hier auf und hier oben, also das Blech, ja. Und das ist dann mit so einer Spanngurte war die angemacht. Ich reiße die prinzipiell raus, weil das ist keine Spanngurte. Da könnt ihr nur fixieren, weil ihr könnt nicht ziehen. Viel schlimmer ist diese Gurten mit einem Plastikteil dran. Da könnt ihr weder ziehen noch sonst was. Doch ziehen könnt ihr, aber halten tun die Plastikteile eigentlich nicht. Das ist vielleicht, um irgendwo ein Zelt zusammenzubinden. Aber nicht, um eine Batterie in einem Fahrzeug zu fixieren. Ich setze jetzt die Gurte ein, da kann ich, habe ich eine Rätsche, braucht zwar ein bisschen mehr Platz, aber ich kann die Batterie anziehen, feste anziehen. Ja, das Auto ist bei mir, weil der Kühlschrank zu viel Strom braucht. Weil die Batterie nicht geladen wird. Das da war das Verbindungskabel von der Batterie auf die Masse. Da geht nichts durch. Also von dem her rausgeschmissen. Ich habe jetzt ein 25er Draht Kabel drin. Der Massepunkt ist hier unten. Hier habe ich das neue Kabel reingezogen. Das geht dann hier hoch auf die Batterie. Die meisten Probleme bei den Kühlschränken, und da behaupte ich jetzt mal, da komme ich draus. Es gibt kaum jemand, der in der Branche so viel mit Kühlschränken zu tun hat wie ich. Viele Kühlschränke sind ganz schlecht eingebaut und schlecht verdrahtet. Unser Thema 1, Spannungsabfall. Kühlschrank läuft nicht, startet immer wieder, misst den Spannungsabfall. Da mache ich im Endcard ein Video, verlinke ich euch. Und Kühlschränke werden ganz schlecht belüftet. Das heißt, die kommen, das Kühlaggregat ist ja im Weg, das muss irgendwo versteckt werden, dass man ja nie dazu kommt, ja nie zum Putzen. Da gibt es einen Wärmetauscher, den müsst ihr einfach einmal im Jahr durchreinigen. Punkt hatte letztens einen Kühlschrank, der war komplett verdreckt, aber da kommt man nicht dazu. Also die Caravanbauer oder Selbstausbauer oder Nachrüster werden das immer machen. Dicke Kabel verwenden und Kühlschränke müssen belüftet werden. Die Woche hatte ich einen da, der hat ein Ladegerät drin von bekannten Firma eingebaut. Ein C-Tech, ein 10 Ampere Ladegerät von einer großen Werkstätte eingebaut, einfach zum die Batterie in der Nacht hochzuladen. Das reicht. Nur, jetzt hat der Kunde einen Tierarzt, eine furchtbare Rasse, die fahren von Kuh zu Kuh, sind den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs, hat nur einen 30 Ampere Ladebooster drin. Das ist okay, wenn man länger fährt. Aber die sind den ganzen Tag unterwegs und haben ihre 10, 20 Kilometer gemacht. Der Ladebooster könnte auch ein 70 oder noch stärker sein. Ampere. Das reicht nicht. Wenn ihr keine Fahrzeiten habt, nützt euch ein großer Ladebooster nichts. Das 10 Ampere Ladegerät, das würde ja reichen, der hat eine 150 Amperestunden Lithiumbatterie drin. In 15 Stunden könnte ich theoretisch die Batterie hochladen. Nur, da läuft der Kühlschrank, zieht 1 Ampere weg bis 2 Ampere im Sommer.
Dann läuft ein großer Wechselrichter für heute Computer, Laptop und so weiter. Der zieht auch seine 2-3 Ampere weg, 2 Ampere nur im Leerlauf. Da hat er noch einen Samenkocher, das ist ein Samenauftaugerät. Der zieht auch um die 50 Watt, das sind auch 5 Ampere, 4 Ampere. Wenn ich dann ein 10 Ampere Ladegerät einbaue und ich habe einen permanenten Stromverbrauch von 5 Ampere, 6, 7, 8 Ampere, dann kommen noch 2 Ampere Strom in die Batterie rein. 2 Ampere für eine 150 Ampere Ladebatterie ist einfach zu wenig. Da geht es eine gewisse Zeit und dann ist die Batterie dann irgendwann wieder leer. Schaltet die Wechselrichter aus, wenn ihr sie nicht braucht, und belüftet die Kühlschränke. Das ist euer zweitgrößter Verbrauch. Und dann eben zur Elektroinstallation. Das ist auch so bei diesem Wohnmobil. Da hat man mal Selbstausbau. Zuerst hat es angefangen mit einer Lampe. Dann hat man festgestellt, man braucht eine zweite Batterie. Dann hat man statt einer Bleibatterie dann irgendwann eine Lithiumbatterie reingemacht. Dann hat man festgestellt, man braucht einen Ladebooster. Dann hat man einen Wechselrichter reingehängt. Dann kam ein Kühlschrank dazu. Schlimm sind dann noch die E-Bike-Fahrer. Dann fahren sie jeden Tag durch die Gegend und wollen dann noch ihre E-Bikes laden. Hinten dran an dem VW-Bus hier hat es einen Veloträger, Fahrradträger. Ich weiß nicht, wie die E-Bikes geladen werden oder ob es normale sind. In diesem Fall jetzt. Aber viele haben heute ein E-Bike, was richtig Strom zieht. Dann kommt die Solaranlage. Solarregler hier drin. Alles nachträglich eingebaut. Immer wieder neue Kabel dazu. Und jetzt habe ich hier 3 Stunden, habe ich jetzt nur mal Kabel rausgeschnitten, Klemme verpresst, ein bisschen vergrößert. Die einen waren nicht mal richtig angeschlossen. Der Ladebooster, der ist nur drin Raum geflogen. Den hier, den habe ich angeschraubt. Hier habe ich das Relais, die Sicherungen fixiert. Ja, jetzt weiß ich aber gar nicht, für was sind diese Sicherungen. Auch hier weiß ich nicht, was das sind, das für Sicherungen. Hier außen ist es auch nicht beschriftet, was das für Sicherungen sind. Ja, bis ich jetzt auch rausgefunden hätte, was das noch für Sicherungen sind, geht auch nicht. Ich baue jetzt die Batterie ein, teste, ob die Ladung geht. Heute ist schlecht Wetter, der Winter kommt langsam, ich finde das toll. Da gibt es wieder Zeit für die Kunden, Zeit für mich, Zeit für die Familie. Morgen soll wieder Sonne scheinen, kann ich die Solaranlage testen, was die an Strom bringt, ob das irgendwo im Rahmen ist, ob überhaupt was kommt. Ja, hier verlinke ich euch das Video von Max Nazubi, der Spannungsabfall gemessen hat. Messt das einfach mal, kostet nichts. Hier unten wollte ich euch ein Video verlinken, habe ich erwähnt. Es kommt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.